Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir haben heute was Besonderes vor. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben jemanden, den ich tatsächlich auch falsch verstanden habe. Und ja, habe die Ehre, euch den lieben Wolfgang vorzustellen. Hat's geklappt? Wolfgang, bist du da? Servus. Grüß dich. Ich darf für die Leute, die ihn noch nicht kennen, Wolfgang, sehr, sehr erfolgreicher Influencer, mehrere Bücher schon geschrieben in ganz vielen Bereichen von Mental Coach, aber im Schwerpunkt giftige Tiere oder auch giftige Pflanzen, halt die Faszination, die merkt man die an, auch als wir geschrieben haben, in die Tier- und Pflanzenwelt und die daraus resultierenden eventuellen Gefahren? Oder habe ich gerade noch irgendwas vergessen, um dich vorzustellen? Nö, also das Wichtigste hast du eigentlich gesagt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, damit die Leute dich mal so ein bisschen kennenlernen? Wie kamst du dazu, online das alles zu machen? Sagen wir mal so, ich versuche jetzt mal die Long Story Short zu machen. Ich habe mich immer schon für die Natur begeistert. Ich habe mich immer schon für alles interessiert, was irgendwie giftig oder gefährlich ist. Also so Parasiten, giftige Tiere, auch Naturkatastrophen, solche Themen haben mich immer interessiert. Aber auch so Waffen, Kampf, Sport, solche Themen, das hat mich immer irgendwie so in seinen Bann gezogen. Ja. Aber die Faszination für die Natur, das war halt so das Stärkste. Und ich wusste eigentlich schon als Kind immer, dass ich selber auch vor der Kamera sein möchte. Ich habe immer so, weißt du eh, so Dokus geschaut, ne, wo dann irgendwer durch den Dschungel läuft und die eine Schlange findet und die andere Schlange findet. Und das wollte ich auch machen. Und so bin ich dann Schritt für Schritt in die Öffentlichkeit gekommen. Ganz am Anfang habe ich noch Fotos gemacht für Zeitungen und so weiter. Dann irgendwann mal fürs Fernsehen und dann ist YouTube gekommen und jetzt bin ich hier. Und zum Mentaltraining bin ich gekommen, weil ich gemerkt habe immer, dass ich auf meinem Weg gewisse Schwierigkeiten habe. Ne? Also du hast ein Ziel und du weißt das ja selber. Ne? Du gehst dann nicht, das geht nicht geradlinig dahin, sondern da kommt ein Hindernis, dann kommt ein weiteres Hindernis, dann fällst du auf die Schnauze, dann erleidest du einen Rückschlag und dann kommt vielleicht auch mal das Bedürfnis aufzugeben und so weiter. Und ich habe da gemerkt halt, andere Menschen, also ich bin nicht allein mit diesem Problem, anderen Menschen geht es genauso. Und heute denke ich mir, damals wäre ich froh gewesen, wenn ich damals so jemanden gehabt hätte, der mir da ein bisschen Führung geben hätte können. Und deswegen bin ich auch noch ins Mentaltraining gegangen. Also deine Leidenschaft, so habe ich dich zumindest verstanden, ist wirklich die Faszination von den Gefahren, die auch in der Natur lauern können. Ja, also die Faszination ist definitiv das Gefährliche und die Gefahr an sich, aber auch der Grund, warum ist etwas gefährlich. Also wenn du zum Beispiel eben einen Skorpion hast, ne, oder eine Spinne hast und jetzt hat dieser Skorpion ein sehr starkes Gift und deswegen ist er gefährlich, ja, und dann interessiert mich aber das Detail, so was macht dieses Gift von diesem Skorpion jetzt gefährlich und was macht das Zeug, wenn es in deinen Körper gelangt? Und das finde ich sehr faszinierend, insbesondere eben Gift, weil Gift hat sich im Laufe der Evolution in der Natur entwickelt, um einen anderen Organismus gezielt außer Gefecht zu setzen oder zu schädigen. Und das ist schon krass. Ne? Also wir werden uns ja heute, glaube ich, Schlangen und so anschauen. Und wenn du dann mal schaust, wie so ein Schlangengift im Körper arbeitet, dann merkst du halt, dass es so schön an die ganzen Schalter rangeht. Ne? Atmung, Blutgerinnung, Reizübertragung und das switcht die alle off. Also das ist wirklich wie ein Experte für deine eigene Physiologie und Medizin und das tut es dann gezielt ausschalten. Ja? Und das finde ich krass, dass sich das einfach so ja, entwickeln kann im Laufe der Evolution, so im Laufe von ja, Millionen oder wie auch immer. Was ist das gefährlichste Tier, mit dem du jemals zu tun hattest? Oder ja, wo du den Kontakt hattest. Wir haben eben schon ein bisschen ich musste dann mich zusammenreißen, dir nicht schon 1000 Fragen zu stellen. Eine Geschichte werde ich danach nochmal fragen, die mit dem Arm, die du gestern eben erzählt hast. Aber was ist so das Gefährlichste, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt wirklich was, da muss man wirklich auf der Hut sein? Also ich sage mal so, das ist schwierig jetzt da eine eindeutige Klassifizierung zu finden. Was ist jetzt das Gefährlichste, was ist das Zweitgefährlichste? Weil es kommt immer auf die Situation
drauf an. Ja, also wenn man jetzt schaut, welche Tiere sind für die meisten Toten verantwortlich, dann sind es zum Beispiel Moskitos oder Wolfgang, ähnliche. ich muss dich mal unterbrechen, schon kurz. Genau das. Weißt du noch, wie ich mich darüber lustig gemacht habe? Ja, dann heben die mich hoch und lassen mich fallen. Ja. Und dann lese ich wirklich, gut, ich habe mich schon entschuldigt, wir haben es schon ausgesprochen, auch hier nochmal wirklich, es tut mir leid, ich habe mich da komplett im Ton vergriffen. Aber bei der ARD am Mittwoch letzte Woche war ich im Livestream und da haben die gesagt, ja, die meisten Todesfälle werden durch Moskitos verursacht. Und du Ja. siehst in der Sekunde, wie meine Farbe komplett wechselt und ich mir einfach nur vor den Kopf lag und sage: Boah, Sebo, du hast manchmal auch einfach gar keine Ahnung, ey. Aber Das was macht die Ding, so tödlich? genau, also ich sag mal so, ein Mückenstich ist jetzt kein Weltuntergang, ja. Also dann hast du halt eine juckende Beule. Das Problem sind eigentlich nicht die Mücken selber, sondern das Problem sind die Krankheitserreger, die manche Mücken übertragen können. Ja, die Betonung liegt auf können, sie tun es nicht immer. Und da schreibt eben einer schon in den Chat zum Beispiel Malaria. Es gibt aber haufenweise andere Parasiten noch. Ne? Malaria ist ja auch ein einzelliger Parasit, das ist Plasmodium. Da gibt es verschiedene Gattungen von Plasmodium. Und aber da haben wir ganz viele verschiedene Viren auch. Ja? Das Dengue-Virus, Zika-Virus, Chikungunya-Virus, West-Nil-Virus, also die können eine ganze Palette von Krankheiten übertragen. Die japanische Enzephalitis, meine ich, wird auch durch Mücken übertragen. Genau, also es gibt verschiedene Arten auch von Enzephalitis, ne? Also auch Ja. das sind wieder ganz verschiedene Erreger. Genau, auch das können bestimmte Mückenarten übertragen. Also es gibt nicht jede Mücke kann das, ne? Aber zum Beispiel bei uns die asiatische Tigermücke, die ist tatsächlich ein sehr bekannter Vektor von Krankheiten, genau. Und ich sehe, da fragt einer, Ebola sollten Mücken normalerweise nicht übertragen können. Das ist, glaube ich, eine Blut-zu-Blut-Übertragung im Genau, Schwerpunkt, Blut zu oder? Blut Ja. oder Körperflüssigkeit zu Ja. Körperflüssigkeit. Genau, Also und das das ist. macht die Mücken halt so gefährlich und auch der Grund, dass es ein Tier ist, dass es wirklich auf uns abgesehen hat. Ja, also das ist ein Ektoparasit, der peilt dich an, der sticht dich, weil er sich von dir ernährt. Und das macht ein Tier gefährlicher als zum Beispiel jetzt, wenn du eine schwarze Mamba hast, ja, mit denen habe ich auch gearbeitet. Und klar ist das in dem Moment eine potenziell gefährliche Situation, sage ich mal. Aber die Mamba in freier Wildbahn wird nicht zu mir hergehen und mich beißen und sich dann wieder verschüssen, sondern die wird eher schauen, dass sie mir aus dem Weg geht, während die Stechmücken halt wirklich zu dir kommen und einfach lästig sind. Diese Statistik hat bis zu unserem Gespräch und auch das dann bei der ARD und unserem Schreibverkehr über Instagram, habe ich immer über die direkt unterschieden in der direkten Auswirkung. Sprich, ich werde vom Skorpion gestochen und sterbe dann 12 Stunden später daran und würde das bei den Mücken eher als so sekundär, klar, tödliche Verlauf, keine Diskussion, aber als so sekundär betrachten. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weil das nicht direkt durch die Mücke verursacht wird, sondern durch eine Infektion, die die Mücke selber hat. Genau, also das hast du schon richtig formuliert. Also das wäre dann eine sekundäre Gefahr oder so kann man das vielleicht bezeichnen, ne? Also die Mücke selber kann dir nicht viel ausmachen, aber halt eben der Krankheitserreger, den die dir da übertragen kann, genau. Und das ist ja auch in Deutschland nicht zu vernachlässigen, gerade in Südbayern mit der Zecke zum Beispiel, Hirnhautentzündung, Borreliose, die man dadurch erhalten kann. Das sind ja alles Krankheiten. Wir haben in der Community zwei Leute, die da sehr lange dran gekämpft haben, da wieder geheilt zu werden. Und da ist die Frage, gibt es da eine Differenzierung? Klar, wir haben festgestellt, die meisten Tote tatsächlich werden von Mücken verursacht, aber diese Erkrankung durch die Zecke oder diese Borreliose, Hirnhautentzündung, zählt das dann auch schon mit da rein oder wie würdest du das beurteilen? Jetzt habe ich die Frage, glaube ich, nicht gecheckt. Ja, ich glaube, ich habe auch vergessen, was ich fragen wollte. Ist eine Mücke schlimmer oder eine Zecke grundsätzlich hier in Deutschland? In Deutschland würde ich tatsächlich die Zecken als potenziell gefährlich einstufen, ganz einfach, weil die Krankheiten, die Zecken übertragen, wesentlich weiter verbreitet sind. Und bei den Mücken in Deutschland ist es ja eben hauptsächlich jetzt die Tigermücke, die so ein potenzieller Vektor, also so ein potenzieller Überträger von Krankheiten ist. Und da sind es immer so, ich sag mal, exotische Erreger, die durch Zufall jetzt nach Deutschland gekommen sind. Ja. Bei den Zecken ist es hingegen hauptsächlich eben, wie du gesagt hast, eine Borreliose und frühsommerliche Meningoenzephalitis oder kurz FSME. Und das sind so die beiden Hauptkrankheiten, die
Zecken übertragen können. Und das Problem bei denen ist, die können asymptomatisch sein, ne? Also du kannst dich mit Borreliose infizieren und dir passiert gar nichts. Und bis hin zu milden Symptomen, bis hin zum Tod. Also ja, da ist alles möglich. Wobei natürlich der Tod jetzt nicht so wahrscheinlich ist, ne? Also ich glaube, dass bei der Borreliose, also ich sage mal so, ich habe in meinem Blut zum Beispiel Antikörper gegen Borreliose gefunden und hatte nie Symptome. Ja, oh, also, aber offensichtlich mal eine Infektion. Genau, also eine Infektion oder zumindest kennt mein Körper diesen Erreger. Also da, das muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren jetzt. Es kann sein, dass es da, dass die Dunkelziffer wesentlich größer ist als die diese Infektionen, die dann bekannt wären, ja. Ja, und wie der Chat schon sagt, ne, FSME kann man wenigstens impfen, aber Borreliose halt nicht. Genau. Und das führt ja ein bisschen zu Muskelkrämpfen, Schmerzen. Aber ich glaube, das geht jetzt auch zu weit, wenn wir jetzt hier jede Krankheit, jede Infektion komplett ins Kleine zerregeln. Eine Frage, die habe ich vorher aus der Community schon bekommen. Wenn du den Wolfgang einmal hier hast, dann stell ihm doch die Frage, was findest du, ist das von den Tieren, von der Gefährdungslage, gefährlichste Land für dich? Oder welche Region? Land ist immer so schwierig, weil eine Mücke macht keinen Halt von einer Landesgrenze. Ist es für dich eher so ein Dschungelgebiet? Ist es dann eher das Wüstengebiet mit den Skorpionen? Oder dann vielleicht doch die, ich weiß es nicht, mitteleuropäische, europäische Landzone? Ja. Wo sagst du, ist die größte Gefahr? Ich, also wenn wir jetzt nur auf einen Lebensraum spielen, dann würde ich tatsächlich sagen, Dschungel ist für mich immer der Ort, wo man am ehesten aufpassen muss, weil da halt einfach, da hast du die Feuchtigkeit, da hast du viel, viel mehr Tiere auf einem kleinen Haufen und so weiter, da hast du vor allem mit gewissen Parasiten ein größeres Problem, wenn du jetzt hier bis auf so einer in so einer Wüste beispielsweise, da ist das alles schon wieder anders, ja. Also Dschungel, definitiv Dschungel, meiner Meinung nach, ja. Nur um das jetzt nochmal, bevor hier wieder gleich die Hater rauskommen, das ist jetzt auf die Tierwelt bezogen. Von der Klimazone würde ich die Arktis also nur von den Temperaturlagen schlimmer einsetzen, aber das hat er ja gerade gesagt, nur bevor das nicht untergeht. Es geht hier nur um die Tier- und Pflanzenwelt und da bin ich 100% bei dir, ne? Der Dschungel. Ich war jetzt letztens im Kongo, der widerlichste Dschungel, in dem ich je war, herrlich. Aber tatsächlich hatte auch Malaria-Prophylaxe. Auf dem Rückflug ist mein Gepäck abhanden gekommen und dann hatte ich sie nicht zu Ende genommen. Aber mir geht es gut zum Glück. Es ist echt verrückt, wie sich das ganze Immunsystem da belastet fühlt. Also ich habe es richtig gemerkt, wie das Immunsystem aufgrund der vielen Mückenstiche kämpft und man merkt, dass es arbeitet. Ja, also das ist mir, als ich im Dschungel unterwegs war es mir das tatsächlich auch so gegangen. Also da hast du die ganze Zeit, dann ist dir heiß, kalt. Dann hast du irgendwo irgendeinen Ausschlag, wo du dir denkst, fuck, Alter, was habe ich denn jetzt wieder hier? Oder du hast Durchfall oder du hast irgendwas und das ist wirklich. Also ich bin jedes Mal, wenn ich in einem Dschungel unterwegs war, dachte ich mir so, Alter, fuck it, nie wieder. Scheiß auf den Dschungel, nie wieder. So. Ich bin bei dir. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde nicht nochmal in den Dschungel gehen. Aber ich habe da leider noch so ein, zwei Sachen vor mir, wo ich nochmal in den Dschungel muss. In welchem Dschungel warst du? Ich war ja hauptsächlich in Costa Rica unterwegs und in Panama. Oh. Ja, also von der Artenvielfalt ist das wirklich sehr cool dort, weil du diese Landbrücke hast, ne, zwischen Nord- und Südamerika. Und da hast du halt wirklich, da findest du so immens geile Sachen, insbesondere wenn du in der Nacht rausgehst. Ich hatte da eine Szene, da habe ich echt die Nerven verloren. Da war ich einfach, da ist bei mir komplett alle Sicherungen durch. Ich hatte meinen ganzen Rücken, das kannst du mir vielleicht, oh, da bin ich jetzt neugierig, pass auf. Die Lage war wie folgt, wir waren wirklich ausgelaugt, waren auf dem Rückweg, wir hatten so ein Basecamp mit unseren Rucksäcken zurückgelassen, auch keine Nahrung, nichts irgendwie, wo die anfliegen und es war auch kein großer Wespenbefall vor Ort. Wir kamen zurück und waren sehr, sehr, sehr durchgeschwitzt. Und wir haben dann festgestellt, dass es immer mehr Waldwespen waren, die sich wirklich, ohne zu stechen, aber mich triggert einfach diese Summen, und ungemein, auf meinem Rücken niedergelassen hat. Das waren bestimmt 100, 200 Wespen an meinem Rücken. Und ich hatte dann die Vermutung, dass sie das anfliegen, um das Salz da abzubauen. Oder was hat die angezogen? Oder war das einfach der ungewohnte Geruch? Das ist jetzt schwer zu sagen im Nachhinein. Also wenn jetzt da irgendwo ein Nest war, dann kann es sein, dass es die anzieht, wenn das CO2 und so weiter und
der Geruch einfach, den du als Wirbeltier abgibst, ne, das ist dann sozusagen ein Verteidigungsreflex, wenn du sagst, sie haben dich nicht sie haben sich nur auf dich gesetzt, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Die haben nur auf mir gesessen und kein gestochen, waren auch nicht aggressiv, aber ich war nachher fertig, ich wollte nur noch weg. Das kann schon sein, dass die dann entweder dir den Schweiß so vom Hemd raussaugen oder so, weil die, also so salzige Flüssigkeiten, darauf stehen die teilweise auch. Ja, geil. Also, ich gucke gerade, ob ich... Sweat Bees heißen die, glaube ich. Und das sind eben auch so soziale Insekten, die dafür bekannt sind, dass sie sich auf dich draufsetzen und deinen Schweiß schlürfen. Ja, der Chat sieht es gerade. Ich mach mich kurz mal groß, damit der Chat es sieht. Das war das Foto, das dann da entstanden ist mit André und mir. Ich habe mich dann, weil ich meinen Mückenschleier im Rucksack da hatte, war da auch nicht so nötig, weil ich hatte da echt kaum Belastung, wie ich gerade schon gesagt habe. Klar, auch eine einzelne Mücke kann das übertragen, also auch der eine Stich kann schon ein Stich zu viel sein. Aber da habe ich mich einfach unter der Hängematte in diesem Mückennetz während der Interviews versteckt, weil ich da endlich mal Ruhe hatte von den Viechern. Ey. Heilige, das war echt nicht schön. So schnell geht's. Das war schon der erste Teil von der Reaktion von Wolfgang und mir. Die nächste findet ihr morgen um 18 Uhr auf meinem Kanal. Ansonsten checkt gerne mal den Kanal von Wolfgang aus. Absoluter Profi, absolutes, ja, Wikipedia in lebendig. Also, wenn ihr Interesse an giftigen Tieren, giftigen Pflanzen, wie die Gifte sich auswirken und was es alles so auf der Welt gibt, habt, dann checkt gerne mal seinen Kanal. Ist der erste Link unten in der Videobeschreibung, der angepinnt ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß und ansonsten sieht man sich hier. Euer Sebo.